Hat das gerade klingelt? Haben wir eine Klingel? Sonst klopft man an die Tür oder ans Fenster oder kommt einfach so rein. Lene? Paul? Die kennen sie anscheinend. »21:45 Uhr, Aschenbrenner, 5 Bier, 3 Schnaps.« »Der Barschl, der will wieder Kollegen ausspionieren.« ja? »Oh mein, hab ich jetzt wichtige Informationen zerstört?« »Du Zipfinglatscher.« »Franz Eberhofer, Sie sind vorläufig festgenommen.« »Kommt Ihnen das bekannt vor?« Ja, super, das habe ich schon vermisst. Sie glauben aber jetzt nicht ernsthaft, dass ich den Barschl umgebracht habe. Der Franz wird doch niemals jemanden umbringen. Jeden geschissenen Tag krieg ich noch ganz so. Bloß weil er da mit seinen alten Zähnen nichts mehr der Gnatschen kaufen ist, müssen wir dasselbe Klump fressen. Ja, die Frau Eberhofer auf ihrer alten Tag noch eine Affäre. Eine Grissnockel-Affäre. Wir fühlen der Witwe Barschl mal auf den Zahn. Ermitteln Sie vielleicht? Nein, warum? Ja, warum fahren Sie da mit dem Dienstwagen rum? Ich muss. Termine. Ich leg mich doch am Arsch an! Wo ist denn die Oma? Im Bett. Die Oma? Ist was passiert? Das Gästezimmer ist leer. Vielleicht ist er abgereist, der Paul. Die Schuhe von ihrem stehen nur vor ihrem Zimmer. Was sagen dort Leute dazu? Die Oma. Servus, Franzi. Serienkiller. Der Messerstecher von Niederkaltenkirchen. Habe ich die Ehre. Wieso lässt du dich von der Tussi zum Abendessen einladen? Weil ich meine Unschuld beweisen muss, weil es ja sonst keiner tut. Ich hab sie sowas von am Arsch, Eberhofer. Sieh mich aus. Glauben Sie, das LKA ist auf der Brennsuppe dahergeschwommen? Kann es sein, dass wir ein Problem mit dem Alkohol haben? Mariana weiß es nicht. Ich nicht. Na, jetzt musst du da in die Bars reinlaufen. Oh. Plötzlich, wo ist denn dein Baby? Die Amy Gertrud. Scheiße.